Moin, was geht ab, Leute? Willkommen zu meinem nächsten YouTube-Video. Heute HSV Relegation-Block gegen Stuttgart. Ich habe auch nochmal Bock. Ich bin behindert im Stress auch, muss ich sagen. Ich war heute in Kiel, jetzt nach Hause gefahren und jetzt ist es gerade 18 Uhr. Ich muss schnell los. Ihr seht, HSV-Trikot muss heute, die Raute im Herzen. Bin zwar bei Kiel jetzt E-Sportler, aber die Raute im Herzen, Chat. Ich habe unnormal Bock. Natürlich, es steht 3-0 für Stuttgart, aber wir müssen hoffen, versteht ihr? Wir müssen hoffen. Ich fahre jetzt los, wir treffen uns mit Waves, werden also mit Zina, kennt ihr vielleicht, der war auch E-Sportler bei HSV mal, der ist bei Hannover E-Sportler. Guckt, kann man so gehen? Kann man so gehen, Chat? Man sieht gar nicht. Hier, jetzt seht ihr so, ne, dieses Auswärtstrikot. Hier sieht man nochmal jetzt. Aha. Ich darf auch nicht so viel sagen. Meine Wohnung wollte ich mal in einem Video wirklich zeigen. Die ist jetzt nicht so groß, aber deswegen will ich auch nicht so viel meiner Wohnung zeigen. Auf jeden Fall, ihr seht auch, ich habe mir hier neues Handy geholt. Ich filme gerade mit meinem neuen Handy. iPhone 14 Pro. 1000 Euro ausgegeben für Handy, aber ich habe Loch in meinen Socken. Guck. Hier. Armer Mann, ich habe noch viel schlimmere. Aber deswegen, ihr seht, ich gebe mein Bestes. Ich versuche auf jeden Fall guten Content zu machen. Ich hatte letztes Mal die Qualität ein bisschen aufgeregt vom Video. Deswegen habe ich mir jetzt endlich mal ein neues Handy geholt. Ich hoffe, die Qualität ist jetzt besser. Perfekt für Stadionblock. Und ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt los. Das Wetter ist auch richtig geil. 25 Grad. Ja, wir haben auch richtig geile Plätze. Wir sitzen ziemlich weit vorne. Aber ja, mehr dazu später. Ja, wir sehen uns dann gleich im Auto oder so. Guck, wir sind jetzt mit Mr. Waves. Was ist das für ein Intro? Millionär. Ich habe schon ein Intro gemacht. Ich beleidige damit den Kleinschneider. Der ist ein Millionär. Und wir sind hier bei seinem Gym, der ist jeden Tag 24-7 im Gym. Guck mal, was der für Klamotten hat. Gerne mal abziehen, geh eigentlich. Der ist einfach, der ist arbeitslos, ne? Also, was geht? Wir sind jetzt im Auto, wir fahren gerade zum Stadion. Wir haben echt Bock. Also, das Hinspiel war nicht gut für uns. 3-0 für Stuttgart, sehr schwer und so. Aber wir müssen belieben bis zum Schluss. Was ist dein Tipp heute? Erzähl. 2-1 Hamburg, reicht nicht. Ja, Bruder, was ist das für eine Einstellung? Dann der bezahlt 69 Euro für Ticket und sagt 2-1, Digga, was ist das bitte? Egal, ich sag, frühes Tor für HSV. Es muss zumindest knapp werden, dass es so, dass HSV mit 2 Toren heute führt, damit dann mäßig nur noch ein Tor für Ausgleich. So eine Situation muss mindestens passieren. 69 Euro für Ticket. So, ich werde versuchen, euch so gut wie es geht mitzunehmen. Wir treffen uns in Stellingen auch mit ein paar Leuten. Es sind viele Leute da, die ich kenne. E-Sportler und so sind da. Niklas ist bestimmt da. Steffen und so ein paar E-Sportler einfach sind da. Vielleicht treffen wir auch Wax, Prones oder so. Keine Ahnung. Ich war heute ja, wie gesagt, auch schon in Kiel. Aber heute ist das Wetter sogar in Hamburg besser als in Kiel. Da juckt eh niemand. Scheiße. Und ich habe vergessen zu erwähnen, der Bruder hier, der war auch E-Sportler bei HSV. Das ist Mr. Waves. Lost in the Waves, sein Gamertag. Yes, sir. Aber er ist mittlerweile bei Hannover E-Sportler. Ich bin bei Kiel. Ich wollte noch irgendwas sagen, habe vergessen. Damals, ihr wisst gar nicht, wie wir uns kennengelernt haben. Komplett komisch. Einfach der Typ, der macht immer so Resale mit Sneaker und alles Mögliche. Ich habe so eine Hose angeboten, so eine Tech-Fleece-Hose. Der hat sie gekauft für doppelte Preis, weil das so eine Farbe war, die ausverkauft war. So ein Grau, Bruder, noch nie gesehen. Ich wusste das gar nicht. Ne? Ich schwöre, ich hätte jeden gegeben für 50, ich habe ihn für 100 verkauft. Super Geld gemacht, ehrlich. Danke nochmal. Ja. Sehr korrekt. Aber Bruder, die Polizei ist überall. Stuttgart-Fanbus habe ich auch drauf. Super Vlog jetzt schon. Guck mal, was hier abgeht, Lan. Immer Stellingen. Alle HSV-Fans kennen das. Hier geht's immer so geisteskrank ab. Man sieht nur Menschen, Bruder. Man kommt hier nicht durch eigentlich. Polizei und Menschen, Bruder. Auf den Polizei sind auch Menschen, ne? Nicht falsch verstehen, aber es ist geisteskrank immer so voll hier. Sehr, 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 sehr geil. Wir haben gerade schon die ersten getroffen. Der hat mir seinen Price-Up einfach gegeben, meint er. Thompson Ehrenmann, ich hatte noch nie in meinem Leben gesehen. Ich kannte nicht mal seine Twitch-ID, aber der war echt korrekt, muss ich sagen. Guck mal, wie voll das einfach ist. Direkt nächste Person getroffen hier. Wie geht das heute aus? Erzähl. Ich weiß nicht. Ich sag's so. Ich hoffe natürlich, dass man gewinnt, ja. Aber realistisch wäre schon so ein 2-1 Stuttgart, vielleicht so. Oder was soll ich dir sagen? Sag doch wenigstens 2-1 HSV oder so. Ja, Bro, man muss ehrlich sein, checkst du? Nein. Jetzt, wo ich hier rumlaufe, ich fühle mich wie Eli. Ich bin 2 Minuten hier, ich habe schon mehrere Leute erkannt. Und beim HSV erkennen mich wirklich viele, aber sonst so bei anderen Vereinen und so. Allgemein sonst draußen ist nicht so krass, aber das ist echt heftig so. Wenn du diesen Weg nicht kennst, bist du kein HSV-Fan. Immer in jedem Video jetzt einmal so eine Weisheit. Wenn du diesen Weg nicht kennst, kein HSV-Fan, sorry. So, wir essen jetzt noch ganz kurz. Gleich geht's zum Stadion. Ja, super Essen. Currywurst und noch eine andere, weil, also eine Grillbratwurst, weil hat zu viel Hunger. Heute gar nichts gegessen, Bruder, gar nichts. Der ist auch erst neu dazugekommen. Prost, alle Prost, alle Prost. Hast du Cola normal, ne? Ja. Er hat Cola Zero, Bruder. Ich trinke keine Zucker, das mache ich nicht, nee. Diät. Opfer, Bruder. Der sagt Diät. Wir waren gestern beim Türken, der holt Adana Kebab und ein Pide für sich, Bruder. Der für ist mich? So krass, Bruder. Für uns beide, krass, Bruder. Liege, Bruder. Oh mein Gott. Er sagt für mich, Bruder. Jedes Mal sagt Diät, Bruder. Jeden Tag Fastfood mit mir zusammen, dann.
zu krass, der Typ. Egal, nochmal Prost, komm. Prost. Oh, guck, wie schnell alle ist. Oh mein Gott. Da ist übrigens Steffen, ich habe ihn noch gar nicht vorgestellt, der ist gerade dazugestoßen, E-Sportler von HSV. Nächste Woche VBL Grand Final wird er deutscher Meister. Ihr habt jetzt zuerst gehört, der hat letztens, ist sein Panzer das kaputt gegangen und danach ist sein Handy runtergefallen, wo er es gerade abgemacht hat. Und deswegen hat er jetzt, sag mal dein Handy, Bruder. Ja, weil sein Handy leider kaputt gegangen ist, aber ist nicht schlimm, Bruder. Nach jedem Winter kommt ein Sommer. Schön gesagt. Und ich muss dich noch einmal nerven, du musst noch mal sagen, was du tippst, Bruder. Was tippst du heute? 4-0, ganz klar, ganz klar. 4-0? Geil, ja gut, sehr gut. Ich schwöre, andere Leute, die sagen zu mir, er hat gesagt 2-1 Stuttgart. Bruder, warum bist Hamburg, du überhaupt hier, Bruder? Hamburg. Ja, okay, aber warum bist du überhaupt dann hier, Bruder? Hamburg. Warum bist du überhaupt dann hier? Ja, okay, was soll ich jetzt sagen? 5-0, ja. Oder was? Ein anderer meinte sogar 2-1 Stuttgart, Bruder. Ich meinte, Bruder, gib mir ein Ticket, ich verkaufe, Bruder, gib dir Geld, aber sowas brauchen wir hier nicht im Stadion, oder? Vielleicht auch 9-0. Und ja, auch super. Sowas brauchen wir, Bruder. Digga, ich bin jetzt in der größten Ranztoilette jemals pissen. Nicht, das würde ich niemals bringen, aber. Oder es wackelt, ne? Ich schwöre, es wackelt unnormal. Das ist so ekelhaft. Ich fühle mich so wie Omet, Digga. Omet, grüße wie drauf. Guck mal ihn an. Wieder essen. Wir wollten. Der hat gerade 2 Würste, 2 Brötchen weggehauen. Jetzt kommt noch eine Portion Pommes. Bruder, das ist doch nix, Bruder. Nee, der ist krass. Nee. Jetzt will er so tun, Bruder. Zu krass. Guck mal, Lost schon fast wieder aufgegessen, ich sag's noch. Boah, wie voll das einfach ist. Geil. Was geil ist, weil ich so groß bin, kriegt ihr sogar die beste Perspektive hier für diesen Vlog. Wirklich, die allerbeste. Hier, Uwe Seelers Fuß. Legende Uwe Seeler. Hört ihr die Fans? Die machen dieses Haar aus. Krank. Und setz dich an die Bier. Weiß ich doch. Plätze sind wirklich komplett geisteskrank. Geisteskranke Plätze. Komplett krank. Wir haben so eine kranke Sicht. Abseits-Tor! Zählt nicht! 1-0 weiterhin! Wir leben! Bis zum Schluss, Bruder! Bis zum Schluss!
alles bisher für uns. Videobeweis auch, abseits gepfiffen. Deswegen 1-0 weiterhin. Stark! Nein, 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 nein. Abseits, abseits, abseits. Tor, unsere Nummer 1, Daniel! Euer Banane! Schiri! Was das? Oh mein Gott, nein. Das macht so Spaß, das Tore ist krank. Relegationsspiele sind die krassen Spiele mit Abstand. Immer gefährlich, HSV, ne? Immer gefährlich, Bruder. Zu krass. Immer das Gleiche. Komm! Halbzeit, 1-0 weiterhin, aber reicht uns, reicht noch gar nicht. Zwei Dinger müssen noch fallen für uns, aber egal, erste Halbzeit war sehr gut. Halbzeitmusik, DJ? Chirp. Brauch mich eigentlich als DJ, ne? Oder dich, Bruder? Eigentlich muss noch DJ sein hier im Stadion. Alle mal, sag mal deine E-Mail-Adresse, Bruder, da können die dich anschreiben, weißt du? Cina.waves@gmail.com, Jungs, wenn ihr einen neuen DJ braucht, HSV. Kurz ein Getränk geholt mit Mr. Waves. Warte, hier so und jetzt gib Prost. Prost, 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 Prost. Die hat sich Bier geholt. Kein einmal Kommentar, Jahr, nein, 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 nein. Kein Kommentar, Bruder. Und der will mich nach Hause fahren, niemals. Ich geh lieber zu Fuß, Digga. Let's go, zweite Halbzeit. Mit einem Getränk natürlich, wichtig. Von der Nordtribüne feiern, Digga. 48. Spielminute, Tor. Hoffentlich abseits, ja, hoffentlich abseits, Digga. Armer Mann, armer Mann. 1-1, leider. Ich hab vorhin noch gesagt, wir haben jetzt mal teuer Fernandes Torwartfehler. Tut mir so leid. Zweite Halbzeit, gar keine Chance für HSV, ja, gar keine Chance bisher. Zweite Halbzeit sieht nicht gut aus. Oh mein Gott! Vier Tore brauchen einfach HSV. Was soll man noch sagen, Digga? So ein krasses Stadion, so krasse Fans, Digga, und einfach zweite Liga. Und nächstes Jahr auch wieder zweite Liga. Und nächstes Jahr wird es auch nicht einfacher werden.
Oder bevor Stuttgart sich überhaupt einen Platzsturm trauen würde, ja, das machen wir. Es geht da ab, ja. Hier ist so schade. Hast du Angst vor diesem Hund, Bruder? Sei mal ehrlich. So ein Hund da, hast du Angst? Nein. Ist so aggressiv, Bruder. Guck mal. Ach, so schade, ja. So schade. Guck mal, wie wir getroffen haben, Digga. Licht ist scheiße, aber der Typ, ne, vom Illegaler Cup, wer erinnert sich? Der Bruder hat leider im Finale leider Meter, verschossen. Aber er hat uns gecarried durch das ganze Turnier. Im Finale konnte ich ja nicht mehr spielen, weil ich verletzt war, aber... Leider, sonst hätten wir auch gewonnen. Der Mann... Dann hätten wir gar nicht schießen müssen. Futsal-Legende eigentlich, Futsal-Legende. Krankester Futsal-Spieler, ehrlich. Zu krass immer, wie voll es wird, ne? Unglaublich, aber es sieht so schön aus, Digga. Wie gerne wären wir alle hier nach Hause gegangen mit erste Bundesliga heute, ich schwör. Es ist echt dunkel, man sieht mich gar nicht mehr so gut, aber egal. Was soll man sagen, Digga? Nächstes Jahr wieder zweite Liga, einfach zu krass. Der Müll hat das schon ausgepackt, sonst würden wir niemals rauskommen. So, ich habe jetzt hier Belichtung gemacht mit Lost sein Handy, weil ich bin professionell, ich bin professioneller YouTuber. Wir fahren jetzt nach Hause. Ja, was soll man sagen? Nicht das Ergebnis, was wir wollten. Das war auch behindert schwer. Ich schwöre, also Stuttgart war, haben auch alle gesagt, schwerster Gegner, den du haben könntest in der Relegation. Schade, aber kann man nicht mehr ändern. Digga. Wieder zweite Liga einfach, ne? Mit 66 Punkten. Gegen Bochum hätten wir es gemacht, sage ich so, wie es ist. Wir fahren jetzt zurück. Lost hat mich sogar noch nach Hause, der Ehrenmann. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht mache ich öfter solche Stadion-Vlogs. Die Plätze waren auf jeden Fall sehr geil, hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön fürs Einschalten. Allein Like da lassen und abonnieren nicht vergessen. Ich küsse eure Herzen. Dankeschön. Kommentieren alles. Ciao.